Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. Im letzten Part haben wir angefangen, uns die Teile für die zweite Moonbase zusammenzusammeln. Haben wir jetzt soweit auch schon fertig? Ich glaube sogar, dass wir bereits... Haben wir? Ja, genau, wir haben schon mal die vier Titanbahnen. Das Glas für den Steg, den wir noch brauchen, haben wir auch schon fertig. Dann glaube ich, brauchen wir nur noch Schmierstoff und einen erweiterten Kabelsatz. So, Schmierstoff. Was haben wir gleich wieder für einen Schmierstoff gebraucht? Ich glaube, das waren hier die Pflanzenknubbel von draußen. Oder irre ich mich? Mann, dass Escape rausgenommen haben, das pisst mich echt. Das pisst mich wirklich, wirklich, wirklich hart an. Schmierstoff, Windrankenpüschel, mal 3. Ja, das haben's auf jeden Fall erhöht. Das war früher mal 2. So, ein Schmierstoff haben wir noch. Das heißt, wir brauchen 9 von den Pimmeldingern. So. Ja, dann, wisst ihr was? Dann lassen wir den Spaß jetzt erstmal hier. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir auch und mit dir auch. Damit wir ein bisschen Platz haben, weil ich glaube, die Dinger sind mittlerweile relativ groß geworden im Inventar, oder? Also 1, 2, 3. Ja, die sind groß geworden. 4. Und das war's eh. Scheiße, jetzt müssen wir ein paar Mal laufen, was soll's. Hilft nichts. Das hätten wir jetzt auch nicht unbedingt machen müssen, dass man die so viel größer macht. Aber okay. Ich will ja nichts sagen. Gut. Nochmal 2. So. Gut. Wie gesagt, also das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht, warum man die größer machen musste. Warum man die Pflanzenteile größer machen musste, das... Musste es da auch relativ, aber das lasse ich mir noch eingehen. Aber bei den Teilen, da hätte es jetzt wirklich nicht sein müssen. So. Aber gut. Das ist Jammern auf hohem Niveau. Aber wie gesagt, das verstehe ich nichtsdestotrotz. Warum man das machen musste. Aber okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier Schmierstoff. Nehmen wir den hier auch noch mit. Genau, 4 Stück haben wir gebraucht. Das lassen wir jetzt mal ganz kurz in Crafted drin. So, was haben wir noch gebraucht? Wir haben noch einen erweiterten Kabelsatz gebraucht. Genau, und ich glaube, dafür haben wir wiederum einen Computerchip gebraucht, oder? Erweiterter Kabelsatz, 2x Gold und ein Computerchip, genau. Und da brauchen wir 2 Tischkorallenproben, Silbererz und Quarz. Badabababam. Wieso habe ich hier ein Kreaturenei drin? Okay, Tischkorallenprobe haben wir gerade keine mehr hier. Aber kein Problem. Hier haben wir eine. Nehmen wir gleich mit. Ob ich die wohl auch anpflanzen kann. Und rein hypothetisch müsste es eigentlich meines Wissens auch Seesterne geben. Wenn ich mich nicht täusche. Habe ich irgendwo einen Screenshot gesehen? So Seesterne, die sich an der Außenhülle andocken. Glaub ich gesehen zu haben. Aber ich hätte jetzt noch keine im Game gesehen. Aber das muss ja nichts bedeuten. Gold, da. Dann nehmen wir hier gleich mal 2 Dinger mit. Und ich glaube, jetzt sollte ich eigentlich alle Zutaten... für unseren erweiterten Kabelsatz haben, oder? Computerchip. Und erweiterter Kabelsatz. Läuft, Leute, läuft. So. Ja, schaut gut aus. Dann können wir aus dem Crafter den restlichen Rotz noch mitnehmen. Einmal 2-mal das Glas. Dann 4-mal das. 4-mal das. Aber bevor wir losgehen, würde ich fast sagen... gönnen wir uns noch was zum Beißen, oder? Wie seht ihr das? Also einmal hoch mit uns, ab an unsere
geilen, mega geilen Bäume. Ja, jetzt sind wir halt ziemlich voll. Das ist jetzt eher unvorteilhaft. Aber kann man jetzt nichts machen. Und ich will auf jeden Fall satt sein, bevor wir jetzt hier losziehen. Oder wie seht ihr das? Ich finde, mit vollem Magen losziehen ist einfach besser. So. Ja, das machen wir jetzt hier mit der Seemotte. Weil es einfach schneller geht. Ja, ich weiß, ich könnte den ewig langen Steg benutzen. Dafür habe ich ihn ja schlussendlich gebaut. Aber irgendwie bockt's mich gerade nicht so aufs Latschen. So. Irgendwelche bösen Viecher hier. Nö. Schaut ruhig aus. Das heißt, wir können hier erst einmal einen Steg anbauen. Jo. Und dann können wir hier eine Andockbucht dran klatschen. Ich hoffe, dass das jetzt so passt, wie ich mir das vorstelle. Bitte sei angedockt, bitte sei angedockt. Ja, du bist angedockt. Läuft. Nice, Leute. Und somit haben wir jetzt hier ein reinrankendes Gizmo, das mich vielleicht ein wenig stört. Aber was viel cooler ist, wir haben jetzt hier was zum Andocken. Und das ist schon sehr, sehr geil. Nice, Leute. Nice, nice, nice. So ist das. So stelle ich mir das vor. Wie geil. Hier hinten haben wir jetzt schönen Raum. Oh, geil. Leute, gefällt mir. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich würde hier die ganze Gegend gerne ein bisschen mehr verglasen, wenn ihr mich fragt. Würde mir besser gefallen. Hier das Glaszeug, das hat schon was. Hier bauen wir dann auch noch ein paar Fenster in die Richtung ein. Ja, hier können wir auf jeden Fall viel mit Fenster noch arbeiten. Was brauchen wir eigentlich für ein Fenster? Ebenfalls zweimal Glas. Okay. Das heißt, ich will hier auf jeden Fall noch Fenster bauen. Ich glaube, hier kann ich das rein hypothetisch auch. Ich meine, hier könnten wir das Pimp-Modul hintun. Was hat denn das eigentlich verlangt? Zweimal Titan, zweimal Computerchip, Glas. Ja. Ja, könnten wir hier hinstellen. Das würde funktionieren. Können wir machen. Also, würde ich gerne hier hinstellen. Kann ich das hier hinstellen? Jo, das funktioniert hier. Perfekt, Leute. Weil, dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen verglasen. Hoffe ich. Ja, ein bisschen. Ah, okay. Ein bisschen würde tatsächlich gehen. Da oben kann ich hin, kann ich entzimmern. Ja, hier können wir auf jeden Fall ein bisschen. Ein bisschen mit Glas kann man hier spielen. Super. Machen wir auf jeden Fall. Mit was fangen wir an? Sollen wir uns hier direkt eine Modifizierungsstation hinklatschen? Oder reicht das so? Dann hätte ich hier natürlich auch sehr gerne nochmal einen Replikator. Und ich hätte hier auch sehr gerne noch Pflanzen. Pflanzen würde mir auf jeden Fall gut gefallen. Also hier so ein Hängefruchtbaum. Das würde mir sehr gut gefallen. Vielleicht sogar einen hier hinten im Observatorium. So für den Fall, dass man mal während des Beobachtens Hunger kriegt, dass man einfach an den Baum packt. Ein bisschen nascht. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Aber gefällt mir jetzt mega geil, dass wir jetzt hier da so eine Andockbucht haben. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Kann man nicht anders sagen. So. Da stellt sich jetzt die Frage, ob hier der Eingang noch Sinn macht. Aber ist ja egal. Okay, also. Plan 1, Modifizierungsstation hier hinstellen. Plan 2, ein bisschen Glas. Gut. Bevor wir irgendwas machen, würde ich sagen, besorgen wir uns noch ein bisschen Quarz. Weil
Quarz ist tatsächlich momentan so ein bisschen Mangelware. Und wird sich auf jeden Fall anbieten, dass wir da noch ein bisschen was sammeln. Und wenn wir schon hier sind, nehmen wir uns natürlich auch noch das Titan mit. So, potenzielle Jäger erstmal hier verjagen. Und dann können wir uns hier hinten ein bisschen nach Quarz umschauen. Leckt mich fett am Arsch. Da liegt mittlerweile echt so viel Salz rum. Ich erinnere mich noch in den ersten Parts, wo ich Salz ums Verrecken nicht gefunden habe. Wo ich mir immer gedacht habe, Mann, wo ist der Scheiß denn? Aber heutzutage liegt das Zeug einfach auf der Straße rum. Hat wirklich an Wert extrem verloren. Ich meine, wir brauchen es ja nicht mehr, weil wir ja die geile Entsalzungsanlage haben. Aber, wie gesagt, das war früher echt tricky. Und hier sind ganz schön viele von diesen abgefuckten Scheißfloatern. Ich hasse sie. Wenn ihr zufällig wisst, wie ich die töten kann. Meine Fresse, sind das gerade viele. Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Dann würde ich tatsächlich in Betracht ziehen, mal eine Folge zu machen, wo ich nur Floater jage. Das würde mich... Ich würde jetzt nicht unbedingt glücklich sagen, aber doch, es würde mich glücklich machen. Einfach ein paar Floater killen. So. Aber zurück zum Thema. Wir wollen Quarz haben. Und ich habe gerade bisher noch kein einziges bisschen Quarz gesehen. Habt ihr Quarz gesehen? Das hier war doch eigentlich immer so eine relativ gute Gegend für Quarz, oder? Bild ich mir das ein. Okay, da sehe ich Quarz. So. Ich sammle Quarz ein. Ja, gehen wir mal hier ein bisschen zu Fuß rum. Werden wir schon was finden. So. Ja, läuft. Hier ist gut Quarz, Leute. Hier finden wir auf jeden Fall ein bisschen was. Hat er gesagt und findet nichts mehr. Ah. Waren hier nicht irgendwo auch diese Agro-Seepferdchen? Ich glaube, hier sind auch irgendwo Agro-Seepferdchen. Wenn ich mich recht erinnere. Du bist Salz. Genau das meine ich. Salz ist einfach... Das liegt jetzt einfach überall rum. Inventar voll, wie kann das denn schon wieder sein? Mann. Ja gut, wir haben zweimal Shot aufgenommen. Das macht natürlich ganz schön was aus. Jupp. Aber gut, jetzt sind wir wieder ziemlich leer. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall nochmal runtergehen. Nochmal ein bisschen Quarz mitnehmen. Nachdem ich jetzt einiges verglasen will, brauchen wir auf jeden Fall Quarz. Da kommen wir nicht drum herum. Da purzelt gerade irgendein Dingens runter, irgendein Modul. Und ich finde die Geräusche von diesen Viechern immer noch so verstörend. Dieses Knacken, dieses Predator-Knacken. Und hier sind echt viele Fische unterwegs. Und hier liegt auch gut Quarz. Sollte einer von euch einen Leviathan Reaper sehen, sagt Bescheid, weil... Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich werde gleich verknuspert. Und ich meine jetzt nicht auf die angenehme Art und Weise, wie man verknuspert wird. Ja, weit sollten wir jetzt nicht mehr schwimmen, sonst schaffen wir es nicht mehr zurück. Aber das will ich noch mitnehmen und das hier und das und das und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Warning. 30 seconds of ja, oxygen genau. Remaining. Genau darum machen wir uns nämlich auf den Rückweg. Und böse Fische, sollte gerade irgendwo einer sein, bleibt mir bloß von der Pelle. Oh, ob wir das schaffen, Leute. Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Oh. Das wird scheiß knapp. Hui. Das war knapp. Das war wirklich knapp.
Ich glaube, ein bisschen kann ich aber noch mitnehmen. Dann cruisen wir jetzt hier einfach mal mit der Seemotte noch ein bisschen tiefer. Genau, hier können wir nämlich noch ein bisschen mitnehmen. Wir holen jetzt noch ein bisschen Luft. Und dann gehen wir nochmal raus. Ach, das reicht schon. Eins. Okay, das hat sich rentiert wegen einem. Ja, ich hatte halt leider gerade vorhin nicht so viel Zeit noch ins Inventar zu gucken. Oder ist da schon wieder so ein beknacktes Wasser drin? Nope. Gut. Welcome aboard, Captain. Dann Home Sweet Home, oder? Da lang müssen wir. Und ich glaube, es wird dunkel. Jupp, es wird dunkel. Nice. Aber das ist ja nichts Neues. Ich meine mal, wann hätte ich schon einen Part aufgenommen, wo wir Tag haben? Also, mal ganz im Ernst. Kann sich einer von euch daran erinnern? Mal einen Part, wo ich komplett Tag hatte. Also ich kann mich nicht dran erinnern. So. Dann. Ah ja, genau. Und eine Signalboje wollte ich auch noch bauen. Für unsere zweite Base. Damit wir die immer schön finden. Das wäre nämlich eine saugeile Idee. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier selbstverständlich nichts, was wir für einen Replikator brauchen, oder? Habe ich recht? Habe ich recht? Ich glaube, dafür brauche ich einen Titan oder sowas. Die sind hier. Zwei Titan. Ja, dann halt nicht. Dann müssen wir tatsächlich nochmal zur Main Base. Aber wir nehmen uns auf jeden Fall zwei Titan mit, dass wir da einen Replikator bauen können. Weil, ja, gerade für Glasgeschichten und sowas können wir die dann gleich vor Ort machen. Und müssen dann nicht jedes Mal zurückcruisen. Und für so einen Pflanzentopf. Da nehmen wir uns auch das Zeug mit. Gut. Erstmal hierher. Machen wir uns erst einmal Glas. Brauchen wir. Damit sollte unser Inventar ja eh dann wieder ein bisschen sauber werden. Und dann können wir den Raum A pimpen und B einen Replikator noch hinklatschen. Dann können wir den ganzen Rotz nämlich an Ort und Stelle immer machen. Das wäre mir schon wichtig. Dann stellen wir da auch noch ein paar Schränkchen auf und die Sache läuft. Okay. So, jetzt haben wir noch... Ja, okay. Dann nehmen wir hier ein bisschen Titan noch mit. Zack, 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 zack. Mal just for fun, vielleicht für einen Schrank. Moment. So. Schubkanone lassen wir jetzt kurz hier. Nehmen... Dann eine Frucht mit, aber erstmal machen wir uns voll. Die können wir dann anpflanzen. Und los geht's. Oh. Das war ein ziemlicher Crash, glaube ich. Kann passieren, Leute. Das passiert auch den Besten unter uns. Einfach mal einen Crash bauen. Oder noch einen. Kann passieren, Leute. Kann passieren. Okay. Wo stellen wir den Topf hin? Ich würde jetzt sagen, jetzt erstmal primär stellen wir den ersten. Ich finde den hier schöner. Der Pflanzentopf 2 gefällt mir aber besser. Aber einfach mal just for fun stellen wir einen hier hin wieder. Und da darfst du rein. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch zu beißen. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir uns einen Replikator. Wo kann ich den am besten hinstellen? Stell mal einen Replikator am besten hier hin, würde ich sagen.
Ah, da. Ja, genau. Dann können wir hier noch ein bisschen Schränke bauen. Und ja, ja. Können wir sogar noch einen machen. Quarz, Quarz, Titan, Fabrikator, Wandspind, Schrank. Na, ich mag Wandspinde. Medical Kit Fabricator. Fabricates a medical kit every 30 minutes. Okay. Du, mein Schweinchen, bist neu. Du, mein Schweinchen, bist definitiv neu. Aber... aber du gefällst mir. Ja, ja, kann man machen. Geile Sache, Leute. Geil, geil, geil. Das wusste ich nicht, dass wir das Ding haben. Gibt es da noch irgendwelche Überraschungen, die ich noch nicht kenne? Ja, so ein bisschen Beleuchtung könnte man dann auch hernehmen. Aber der Rest schaut doch ziemlich bekannt aus, oder? Aber dich kannte ich tatsächlich noch nicht. Cool. Cool, cool, cool. So, meine Freunde, das reicht aber wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet euer Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.